Du bist voller Energie und hast Lust auf ein 30-minütiges Kräftigungsworkout? Sehr gut. Hey, ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Willkommen zum Workout Mattenpilates für Fortgeschrittene. Ja, der Titel ist Programm. Du solltest wirklich schon mal Pilates gemacht haben und wissen, wie du dein Powerhouse aktivierst. Wir haben 30 Minuten vor uns, die ganz schön anspruchsvoll und schnell sind. Daher meine Riesenbitte an dich, konzentriere dich. Pilates hat viel mit Aufmerksamkeit und der richtigen Ausführung zu tun. Sobald wir abgelenkt sind, werden wir die Übung nicht korrekt ausführen können. Wir sind die komplette halbe Stunde auf der Matte und lassen keine Muskelgruppe aus. Solltest du dich bei irgendwas unwohl fühlen, mach eine kurze Pause oder ändere die Übung für dich ab. Ich freue mich aber jetzt riesig drauf, zusammen mit dir durchzupowern. Lass uns starten. Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Komm erst einmal in Rückenlage. Leg dich hin, leg deinen Kopf ab, bring die Hände an die unteren Rippenbögen und aktiviere dein Powerhouse. Atme in den seitlichen Brustkorb, die Fingerspitzen ziehen zueinander bei der Ausatmung. Deine Wirbelsäule ist neutral, dein Becken ist neutral. Und du hältst dein Powerhouse aktiv, bring die Arme lang nach hinten. Wir kommen in einen Roll-Up. Mit der nächsten Ausatmung roll dich nach vorne auf. Ein großes C-Form. Und dann rollst du dich langsam wieder tief und kommst mit den Füßen nach oben. 100, schlag die Arme auf und ab. Deine Schultern sind weg vom Boden. Atme aus für 5 Pumpbewegungen. Leg die Füße wieder ab, bring die Hände wieder hinter den Kopf. Mit der nächsten Ausatmung roll dich wieder auf, roll up. Schieb dich nach vorne, forme ein großes C. Roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach unten mit der nächsten Ausatmung. Hebe die Beine an und pump die Arme auf und ab. Die Handflächen zeigen nach unten, du schaust zu deinem Bauchnabel. Atme ein, schieb die Arme zurück, lass die Rippenbögen geschlossen und mit der nächsten Ausatmung roll dich wieder auf. Ausatmen, einatmen, lehne dich nach vorne. Ausatmen, roll dich wieder nach unten. Einatmen, hebe die Beine, lass die Schultern weg vom Boden. 100, pump die Arme auf und ab, atme aus für 5 Pumpbewegungen und dann streck die Arme wieder nach hinten weg. Aufrollen, roll up. Mach die Bewegung groß. Artikulation der Wirbelsäule. Roll dich wieder nach unten ab. Hebe die Beine, 100, schau zum Bauchnabel, Schultern gelöst vom Boden, lass den Bauch arbeiten. Streck dich wieder in die Länge. Nochmal, roll up. Kinn Richtung Brust. Schieb die Schulterblätter auseinander. Geh wieder nach unten weg, abrollen. Beine hoch, 100. Du schlägst die Hände wie auf Wasser. Mit der Einatmung Beine ablegen, Arme nach hinten weg. Ein letzter Roll up und wir bleiben oben. Schieb dich nach vorne, die Füße gepointet. Richte dich auf, Scheitel Richtung Himmel. Mit der nächsten Ausatmung Spine Stretch Forward. Zieh dich vor und richte dich wieder auf. Stell dir vor, ich ziehe an deinen Arm bei der Ausatmung und komm wieder zurück. Deine Ohren sind zwischen den Armen, wenn du vorgehst. Forme ein großes C. Ausatmen vor und einatmen wieder hochkommen. Ausatmen vor, in den Beinen geschieht nichts. Jedes Mal aufrichten, jedes Mal deine tiefe Rückenmuskulatur arbeiten lassen. Ausatmen, ein letztes Mal vorschieben, roll dich langsam wieder ab, hebe die Beine an, Single Leg Stretch ohne Arme. Ausatmen, schieb das linke Knie ran, ein wieder lang strecken und ausatmen das rechte. Die Handflächen zeigen nach unten, die Schultern sind gelöst vom Boden und du drückst deinen unteren Rücken tief in den Boden rein. Lass die gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Ausatmen, rechtes Knie ran, ein wieder zurück. 4 Stück noch und dann nehmen wir die Arme immer an ein Knie. Die letzten 2 ranziehen. Drück den unteren Rücken auf den Boden. Achtung, zieh dein linkes Knie ran und halte mit deinen Händen das Schienbein. Mit der nächsten Ausatmung Wechsel. Jetzt immer direkt in den Wechsel gehen. Strecke ein Bein, zieh das andere Bein ran. Weiterhin sind die Schultern weg vom Boden, dein Kopf gehoben. Ausatmen, wechseln, einatmen und wechseln. Pointe die Füße, schieb die Beine aneinander vorbei.
ablegen. Dein rechtes Bein bleibt angewinkelt, dein linkes langgestreckt. Leg den Kopf ab, schieb dich hoch in die Schulterbrücke und hebe gleichzeitig mit der Ausatmung deinen linken Fuß Richtung Himmel. Einatmen, geh wieder tief. Mit der Ausatmung schieb dich nach oben, beide Hüftknochen bleiben übereinander. Und wenn du möchtest, dreh deine Handflächen nach oben Richtung Himmel. Ausatmen, hochgehen, pointe den Fuß. Drück dich kraftvoll mit der rechten Fußfläche vom Boden weg. Ausatmen, hoch und zurück. Dein Blick nach oben, dein Nacken ist lang, dein Schambein Richtung Nase gezogen. Zwei Stück noch, ausatmen, hoch. Einatmen, geht tief. Achtung, den letzten halten wir oben. Halte oben und kleine Bewegung mit dem Gesäß hoch und tief. Schieb dich nach oben. Halte die Spannung vom Bauch. Die letzten. 3, 2, 1 und absetzen. Zieh die Knie ran. Mach dich rund und roll dich nach oben auf. Rolling like a ball. Mach dich so rund wie möglich. Einatmen, schieb dich nach hinten. Ausatmen, hoch. Stell dir vor, du bist die Kufe eines Schaukelpferds. Bleibe rund. So rund wie möglich. Schau zum Bauchnabel. Deine Hände sind an den Schienbeinen. Geh tief. Wieder hoch. Zwei Stück noch. Einatmen tief. Stell die Füße nicht ab. Ein letztes Mal. Tief gehen. Ausatmen hoch. Richte dich vom Oberkörper auf. Komm in den Langsitz. Füße etwas weiter auseinander. Hände zur Seite und komm in die Saw. Rotiere zur linken Seite. Geh rüber. Einatmen, richte dich zur Mitte auf, ausatmen zur rechten Seite. Bewege den Oberkörper und nicht die Beine. Lehn dich nach vorne und währenddessen schaust du nach hinten zum Arm. Wir machen noch 4 Stück. Kleiner Finger zum entgegengesetzten kleinen Zeh, Schultern weg von den Ohren, 3 mehr. Beide Sitzbeinhöcker bleiben tief, 2 Stück, der Bauchnabel bleibt drin. Ein letztes Mal. Du rotierst jetzt wieder zur linken Seite und ganz kleine Bewegung nach vorne. Zieh dich vor. Nur in der Saw bleiben. Für 4, für 3, für 2 und komm zur rechten Seite rüber. 8 kleine Bewegungen. Schau nach hinten zu deiner Hand. Die letzten 4, für 3, für 2. Einer, komm zurück zur Mitte, komm in Rückenlage, die Schultern aber weg vom Boden und hebe die Beine an. Zieh jetzt einzeln die Knie ran zur Brust. Streck das Bein wieder weg, ausatmen das rechte Bein und zurück. Die Handflächen zeigen währenddessen nach unten. Die Fingerspitzen zeigen Richtung Füße und nicht abgelegt auf dem Boden. Zieh die Knie einzeln ran und streck das Bein wieder weg. Ausatmen, ranziehen und den Bauchnabel so gut es geht Richtung Boden drücken. Dein Kopf ist gehoben, deine Schulterblätter sind auch weg vom Boden. Einer mehr und jetzt gehen wir direkt zum Single Leg Stretch. Zieh dein Knie noch ein bisschen näher zur Brust und wechsel direkt. Mit der Ausatmung wechsel. Strecke ein Bein, winkel das andere Bein an. Schau zu deinem Bauchnabel, der Kopf ist gehoben. Ausatmen und wechsel. Pointe die Füße. Greife immer wieder dein Schienbein. Achtung, halte jetzt dein linkes Bein, das rechte bleibt gestreckt und wir legen uns ab. Leg den Kopf ab, das rechte Bein lang, das linke Bein angewinkelt und wir schieben uns hoch in die Pobrücke. Bring das rechte Bein nach oben und ein wieder tief. Ausatmen, kick das Bein nach oben, hebe dein Gesäß an. Die Handflächen zeigen nach oben, dein Blick nach oben. Ausatmen, hoch, pointe den Fuß. Beide Hüftknochen bleiben parallel zueinander. Schambein Richtung Nase, wenn du dich hochziehst. Und zurück, dein Powerhouse bleibt aktiv. Ausatmen, hoch. Und zurück, 3 Stück noch. Der Fuß kommt Richtung Himmel. Das Bein bleibt lang gestreckt, 2 mehr. Achtung, den letzten halten wir oben. Und ganz kleine Bewegung mit dem Gesäß Richtung Himmel. Ausatmen, push nach oben. Schieb dich hoch, ohne zu stark ins Hohlkreuz zu fallen. Stell den Fuß wieder ab, dein Po kommt tief. Greife deine Schienbeine, mach dich rund, heb die Schulterblätter an, schau zum Bauchnabel und mit der nächsten Ausatmung geh in einen Double Leg Stretch. Schieb die Arme nach hinten, schieb die Beine weg von dir. Einatmen, mach dich wieder rund. Ausatmen, streck dich in die Länge, drück den Bauchnabel Richtung Boden und wieder ranziehen. Ausatmen, weg und klein machen.
Jedes Mal weit wegstrecken, die Füße Richtung Boden und zurück. Die Bauchdecke bleibt flach. Die Handflächen zeigen zueinander. Und dann greif wieder die Schienbeine. Zwei Stück noch. Zieh ran, ein letztes Mal, solange es geht, strecken. Ranziehen. Und dann den Kopf absetzen. Die Füße bleiben in der Luft. Streck die Beine wieder lang nach vorne, damit wir in einen Jackknife gehen können. Ausatmen. Schieb die Beine nach hinten, hinter deinen Kopf. Wenn du möchtest, tapp die Füße auf den Boden. Aktivier nochmal dein Powerhouse. Und mit der nächsten Ausatmung schieb die Beine Richtung Himmel. Einatmen. Ausatmen. Langsam wieder abrollen nach vorne. Wirbel für Wirbel tief. Und die Füße Richtung Boden, aber nicht absetzen. Ausatmen, Beine hinter den Kopf. Wenn es für dich geht, die Füße auf den Boden, wenn nicht, lass sie oben. Mit der nächsten Ausatmung streck die Beine hoch, einatmen, ausatmen, langsam wieder abrollen. Komm nach unten, streck die Beine nach vorne. Halte die Spannung vom Bauch, wir machen noch zwei Stück, Jackknife. Nach hinten weg. Nach oben Richtung Himmel strecken und wieder abrollen über deine Wirbelsäule. Du musst dich runden. Bring die Beine nach vorne. Ein letztes Mal. Ausatmen, Beine hinter den Kopf. Drück deine Handflächen auf den Boden. Einatmen, ausatmen, Beine nach oben. Einatmen, ausatmen, langsam wieder abrollen. Wirbel für Wirbel. Und bring die Füße nach vorne. Die Beine kommen wieder hinter den Kopf. Und dann greife deinen Beckenkamm. Die Fingerspitzen zeigen Richtung Gesäß. Bring die Beine jetzt wieder weiter nach oben. Verlager mehr Gewicht auf deine Arme. Und öffne die Beine in eine Scissors-Bewegung. Ausatmen zwei und einatmen wechsel die Beine. Immer zwei pulsierende Bewegungen mit der Ausatmung. Und einatmen wechsel die Beine. Schieb die Beine aneinander vorbei. Und wechsel. Zwei. Und wechsel. Lass die Beine gestreckt, dein Blick nach oben, dein Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und ausatmen. Sehr gut. Winkel beide Beine an, streck sie lang hinter den Kopf, leg die Hände auf den Boden und roll dich wieder ab. Wirbel für Wirbel. Komm auf deinen Po, deine Beine angewinkelt, greife hinter deine Oberschenkel und mach dich rund mit der Ausatmung. Einatmen, schieb dich nach oben. Cat Stretch im Sitzen. Immer wieder aufrichten. Ausatmen, runde dich. Einatmen, Brustbein Richtung Decke. Ausatmen, rund. Und einatmen, wieder hochziehen. Mach dich rund und wieder hoch. Mobilisiere die ganze Wirbelsäule. Richte dich auf. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich ab auf den Rücken. Die Hände kommen nach vorne in eine Diagonale. Wir ziehen uns mit der Ausatmung in den Teaser. Pointe die Füße, schieb dich nach oben, heb die Beine an, blick nach vorne und geh mit der Einatmung zurück. Die Arme einmal hinter den Kopf. Mit der nächsten Ausatmung wieder aufrollen. Brustbein Richtung Himmel, heb die Beine an. Und wieder nach unten weg. Ausatmen, hochkommen. Schieb die Arme vor, schieb die Beine nach oben, streck die Beine lang. Blick nach vorne und wieder nach hinten weg. Wir machen noch drei Stück. Roll dich über die komplette Wirbelsäule nach oben und dann richte dich so gut es geht auf. Geh wieder nach hinten. Einatmen tief. Zwei Stück noch, zieh dich hoch. Komm wieder zurück mit der Einatmung. Und ein letztes Mal Teaser. Ausatmen hoch. Und einatmen, wieder abrollen. Die Arme hinter den Kopf. Jetzt rollen wir uns wieder auf, machen uns aber rund. Greife deine Schienbeine, wie bei Rolling Like a Ball. Mit der Einatmung geh tief, schieb die Beine weg von dir, die Arme zur Seite. Ausatmen hoch, mach dich rund. Und einatmen, geh zurück auf deinen Rücken, Schultern weg vom Boden, streck die Beine lang nach vorne. Ausatmen, rund machen. Schau nach unten zum Bauchnabel. Einatmen, langsam tief die Arme zur Seite, die Beine weit weg. Wieder rund.
Komm nur so tief, dass die Bauchmuskulatur arbeiten muss. Leg dich nicht komplett ab und zurück hoch. Einatmen durch die Nase, Powerhouse aktiviert. Und wieder zurück mit der Ausatmung. Geh tief, schieb die Arme weit zur Seite auf Schulterhöhe, komm wieder nach oben. Einer mehr, komm tief, schieb die Arme zur Seite, streck dich, ausatmen, komm hoch, mach dich rund. Und dann stelle die Füße ab, streck die Beine lang und deine Hände sind hinter deinem Gesäß, die Fingerspitzen nach außen gedreht, die Füße gepointet. Aktiviere dein Powerhouse und mit der nächsten Ausatmung schieb dein Becken nach oben, dein Blick geht hoch. Einatmen, wieder tief. Ausatmen, Brücke. Drück dein Gesäß nach oben, dein Powerhouse bleibt aktiv und geh wieder zurück. Stell dir vor, deine Hüfte ist wie ein Scharnier. Nur aus der Hüfte klappst du nach oben. Versuch, deinen Rücken die ganze Zeit gerade zu lassen. Die Schultern weg von den Ohren. Auch wenn wir unten sind, haben wir eine aufrechte Haltung. Ausatmen, drück dich nach oben. Und einatmen, wieder zurück, Blick nach vorne. Ausatmen, hoch. Spannung vom Bauch beibehalten, geht tief. Zwei Stück noch und dann kommen wir auf die Unterarme. Eine Bewegung nach oben noch. Ausatmen, hoch. Bring dein Becken nach oben. Einatmen, wieder tief. Und dann komme auf die Unterarme, die Fingerspitzen zeigen Richtung Gesäß, die Beine hoch in einen rechten Winkel. Aktiviere dein Powerhouse, schiebe das linke Bein weit weg von dir und dann wechsel. Single Leg Stretch. Drück die Brust nochmal raus. Immer im Wechsel, zieh ran. Mit der Ausatmung wechsel, einatmen und ausatmen, wechsel. Komm jetzt auf deinen Rücken. Die Beine machen genau das Gleiche, leg den Kopf ab. Single Leg Stretch, zieh den Bauchnabel Richtung Matte und dann bring die Finger ineinander, Hände an den Hinterkopf, Ellenbogen weit geöffnet, Criss-Cross, von einer Seite zur anderen. Die Beine machen noch immer das Gleiche und du rotierst im Oberkörper, Ellenbogen Richtung entgegengesetztes Knie, zieh dich rüber, bleib bei der Höhe, geh nicht tief mit deinen Schulterblättern, sondern zieh dich von einer zur anderen Seite, ausatmen und wechsel. Achtung, leg den Oberkörper jetzt ab und mit den Beinen, als ob du Fahrrad fahren möchtest, aneinander vorbei. Die Füße sind gepointet, die Ellenbogen weit geöffnet, dein Bauchnabel Richtung Matte. Wechsel, als ob du rückwärts fahren möchtest. Füße immer noch gepointet. Ausatmen, fahr wieder vorwärts. Den Bauchnabel Richtung Matte drücken, lass die Bauchdecke flach. Achtung, und du fährst wieder rückwärts. Die Beine aneinander vorbei. 3, 2, 1 und absetzen. Komm auf deine rechte Seite. Du kommst auf deinen rechten Unterarm. Ich komme auf meinen linken Unterarm. Knie aufeinander, Füße aufeinander. Und wir schieben uns jetzt weg von der Matte. Drück dein Becken nach oben und öffne dein linkes Knie Richtung Decke. Einatmen, geht zurück. Ausatmen, schieb dich nach oben und wieder zurück. Währenddessen drückst du dein Becken zu mir nach vorne. Eine Linie von Knie über Hüfte über Schulter. Ausatmen nach oben und zurück. Deine Schulter ist weit weg von deinem Ohr. Drück deinen Unterarm fest in den Boden. Ausatmen hoch und wieder tief. Wir halten die ganze Zeit die Spannung vom Bauch. Achtung, halte oben. Oben halten und streck jetzt das linke Bein lang weg und zieh es wieder ran. Ausatmen. Und zurück. Ausatmen, wegstrecken, tap wieder ran. Lang strecken und zurück. Spannung vom Bauch halten. Der Unterarm fest auf dem Boden. Lang strecken und zurück. Ein letztes Mal und von hier direkt in die Plank-Position auf die Unterarme und ein Single-Leg-Pull für zwei mit dem linken Bein. Nur das linke Bein für zwei nach oben, stell es wieder ab. Ausatmen, Single-Leg-Pull und zurück. Spannung halten vom Bauch. Ausatmen, schieb das Bein nach hinten weg, pointe den Fuß. Ausatmen, hoch, hoch und ein, zurück. Die Ellenbogen sind unter der Schulter, dein Blick nach unten, dein Kinn leicht reingezogen. Ein letztes Mal. Setz die Knie ab
Und dann komm einmal nach oben auf deine Knie, richte dich vom Oberkörper auf, Arme zur Seite weg und zieh dich in ein Sideband von einer zur anderen Seite. Streck dich lang, während dein Powerhouse aktiv ist. Zieh dich von einer zur anderen Seite rüber, dein rechter Arm nach oben. Einatmen zur Mitte zurück und ausatmen der linke Arm. Und zur Mitte zurück, wir machen noch 4 Stück und dann wechseln wir die Seite. Die letzten 3. Ausatmen 2. Spannung vom Bauch halten ein letztes Mal. Sehr schön. Komm auf deine andere Seite, das heißt, du bist jetzt auf deinem linken Unterarm. Knie aufeinander, Füße aufeinander, drück dich weg von deiner Matte und mit der Ausatmung schieb dich hoch, öffne die Knie, ein wieder zurück. Powerhouse bleibt aktiv, drück dein Becken zu mir nach vorne. Drück den Unterarm fest in den Boden, schieb dich hoch, geh wieder tief. Ausatmen hoch und ein wieder zurück. Spannung vom Bauch halten, Beine weit auseinander. 3 Stück noch. Bring dein Becken zu mir nach vorne. Die Füße bleiben aufeinander. Ausatmen hoch. Achtung, den letzten halten wir oben. Halte hier. Streck dein rechtes Bein lang weg mit der Ausatmung. Einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, pointe den Fuß weit weg. Nichts anderes geschieht. Ausatmen, zurück. Lang strecken, zurück. Wir machen noch 4 Stück und dann kommen wir auch hier in den Single Leg Pull. Also gehen in die Plank-Position, ausatmen, strecken, ein, zurück, ein letztes Mal, richtig lang machen. Und dann stell den Fuß ab, dreh dich auf die Unterarme, aktiviere dein Powerhouse und schieb jetzt nur dein rechtes Bein nach oben für 2 und ein, zurück. Ausatmen, Single-Leg-Pull und ein, zurück. Pointe den Fuß. Bleib stabil von der Körpermitte. Und zurück, 4 Stück noch, hoch. Hoch und tief. Hoch, hoch und tief. Immer wieder pointen. 2 Stück noch. Dein Blick nach unten ein letztes Mal. Und dann setz die Knie ab. Komm in den Fersensitz. Und dann zieh dich wieder in den Sideband. Zieh den linken Arm nach oben. Richte dich auf. Währenddessen geh zur Mitte zurück und ausatmen zur anderen Seite. Fühl den Side Stretch. Öffne die Rippenbögen. Und nimm deinen Blick mit nach unten. Immer wieder aufrichten. Wir machen noch 4 Stück. Ausatmen. Einatmen zur Mitte. 3 mehr. Große Bewegung. Die letzten 2. Dann kommen wir auf die Knie ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück. Und dann bringe deine Hände an die entgegengesetzten Schultern. Aktiviere dein Powerhouse. Und mit der nächsten Einatmung lehn dich nach hinten weg. Ausatmen, komm wieder hoch. In eine Diagonale von Knie bis zum Scheitel nach hinten weg. Und schieb dich hoch. Komm bitte nur so tief, wie du das Ganze auch halten kannst. Du musst dich wieder hochdrücken können. Spür die Dehnung der Beinvorderseite. Drück dich kraftvoll hoch. 4 Stück noch, einatmen tief, deine Fußrücken liegen auf dem Boden. Die letzten 3, dann bleiben wir aufrecht vom Oberkörper. 2 mehr, vielleicht kannst du ein bisschen tiefer kommen. Ein letztes Mal einatmen, ausatmen, richte dich auf. Schau nochmal, dass du dein Steißbein Richtung Boden bringst, dass dein Powerhouse aktiviert ist und mit der nächsten Ausatmung hebe die rechte Ferse zum Gesäß. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, linker Fuß Richtung Gesäß. Spür, dass die Beinrückseite arbeitet. Ausatmen, hochziehen und nichts geschieht im Oberkörper. Und zurück. Ich hoffe, dass du eine dicke Matte hast, sonst nimm dir ein Kissen dazu. Ausatmen, hoch. Und ein, zurück, dein Blick nach vorne. Dein Scheitel Richtung Decke währenddessen. Die letzten 4, ausatmen. Und zurück. 3 mehr, dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Pointe den Fuß, wenn du dein Bein nach oben ziehst. Ein letztes Mal hebe deine linke Ferse Richtung Po. Absetzen und komm in den Vierfüßlerstand. Deine Hände unterm Schultergürtel, deine Knie unter der Hüfte.
Du aktivierst dein Powerhouse und dann streckst du dich in die Plank-Position. Halte hier deinen Blick nach unten und wir gehen mit der nächsten Ausatmung in den Upstretch. Schieb dich nach oben, Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Und einatmen in den Liegestütz, Ellenbogen Richtung Taille ziehen. Ausatmen, nach hinten in den Upstretch. Einatmen, Liegestütz, Ellenbogen ranziehen, eine Linie tief. Ausatmen hoch, Sitzbeinhöcker Richtung Himmel und einatmen wieder nach vorne ziehen. Drück dich nach oben, lass die Beine gestreckt und komm wieder tief. Wir machen noch 4 Stück, auf geht's. Streck dich, geh nach unten tief, die letzten 3. Ausatmen hoch, Brust Richtung Füße und tief gehen. 2 mehr, nach hinten weg. Liegestütz tief, Blick nach unten, ein letztes Mal, schieb dich zurück und den letzten Liegestütz, wir legen uns sofort ab. Halte und dann komm tief, komm in Bauchlage, sehr gut. Deine Füße ablegen, deinen Kopf ablegen, die Arme nach hinten, Fingerspitzen Richtung Füße, Handflächen zeigen nach oben und wir ziehen uns nach oben in einen Pfeil. Mit der Ausatmung hebe deinen Oberkörper an, hebe die Arme an und einatmen zurück. Zieh deinen Bauchnabel währenddessen rein, ausatmen, dein Blick weiterhin nach unten auf den Boden und zurück. Ausatmen, hochschieben, die Fingerspitzen wollen Richtung Füße und tief. Bauchnabel rein, Schambein nach unten drücken und spür, wie du dich aus der Brustwirbelsäule hebst. Schieb dich nach oben, die Füße bleiben auf dem Boden und geh wieder tief. Ausatmen, wir arbeiten für den Rückenstrecker. Und zurück. Zieh dich nach oben, hebe die Arme und geh tief. Ausatmen hoch. Wir halten hier und schiebe mit der nächsten Ausatmung die Arme lang nach vorne vor deinen Kopf. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, gestreckte Arme nach vorne, dein Blick weiterhin nach unten und zurück. Halte dein Powerhouse aktiv. Arme vor. Und zurück, die Füße sind weiterhin auf dem Boden. Dein Powerhouse ist wirklich aktiv. Zieh den Bauchnabel weg von der Matte. Schieb die Arme vor. Und zurück. 3 Stück nach vorne. Die letzten 2. Einer mehr. Lang nach vorne strecken. Geh wieder zurück. Achtung, Arme wieder nach vorne und direkt in den Swimming mit Arm und Bein. Handflächen zeigen nach unten. Atme ein und atme aus dabei. 3, 2, 1 und lösen. Setze die Hände neben deine Brust und dann schieb dich nach hinten in die Kindsposition für einen kurzen Stretch. Atme tiefer. Sehr gut. Wir gehen zurück in den Vierfüßlerstand. Hände wieder unter deinen Schultern, Knie unter der Hüfte, die Füße sind aufgestellt, wir drücken uns weg von der Matte und mit der Ausatmung schieb den rechten Arm weg, das linke Bein ein, zurück und wechsel. Denk daran, dass beide Hüftknochen nach unten Richtung Boden zeigen. Streck dich in die Länge und lass dein Powerhouse aktiv. Weit wegstrecken und zurück. 4 Stück noch und entweder bleibst du dann dabei, oder du hebst dann gleichzeitig die Knie vom Boden. Mach noch 2 mehr. Lang strecken. Ein letztes Mal. Jetzt kommt die Option, dass du die Knie wegschiebst vom Boden, so 1 Zentimeter, und dann streck dich in die Länge, geh zurück. Es darf ruhig wackelig sein. Streck deinen Arm und dein entgegengesetztes Bein. Dein Blick weiterhin nach unten. Wegstrecken und zurück. 4 Stück noch. Die letzten 3. Flex den Fuß. 2 mehr. Bleibe mittig. Ein letztes Mal. Und dann kommen die Knie wieder tief. Wir bleiben im Vierfüßlerstand, drücken die Schulterblätter auseinander und kommen hier in den Spine Twist. Hebe deinen linken Arm nach oben Richtung Himmel. Ein zurück. Ausatmen, geht zur anderen Seite. Schieb die Arme weit auseinander. Ausatmen, Rotation. Und zurück. Versuch dein Becken so still wie möglich zu lassen. Wir machen noch 4 Stück. Brustkorb öffnen. Spannung vom Bauch beibehalten. Die letzten 2.
Und ein letztes Mal. Komm zurück zur Mitte und dann streckst du die Beine wieder lang. Komm in die Plank-Position. Aktiviere dein Powerhouse. Komm jetzt auf die Unterarme. Schieb dich auf die Unterarme, rechter Unterarm, linker Unterarm und drück dich wieder hoch. Wechsel jetzt die Seite. Linker Unterarm, rechter Unterarm, drück dich wieder hoch über links und rechts. Immer im Wechsel. 6 Stück noch. Du hast es gleich geschafft. Dein Becken bleibt so stabil wie möglich. Geh wieder tief. Drück dich hoch. Fersen wegdrücken von dir. 4 mehr. Blick nach unten. Die letzten 3. Gut, deine Schultern arbeiten. Dein Bauch ist aktiviert. Die Hüfte bleibt so still wie möglich. Drück dich hoch. Und geh ein letztes Mal tief. Drück dich hoch. Komm auf die Knie, drück dich nach hinten in die Kindsposition. Halte hier und atme tiefer. Und dann komm mit deinen Armen zur linken Seite rüber, damit wir hier nochmal einen schönen seitlichen Stretch haben. Einatmen und mit der Ausatmung kommen die Arme zur rechten Seite rüber. Lass dein Po auf den Fersen. Und dann komm zur Mitte zurück und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like dalässt. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du das Workout mit dem Standing Pilates Video kombiniert hast oder ob du nur dieses Video gemacht hast. Wie hat es dir gefallen? Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Als Patron hast du je nach Stufe zum Beispiel Zugriff auf unser Livestream-Archiv und kannst Zoom-Classes mit mir machen. Wenn du auch Mitglied bei Patreon werden willst, dann findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.